Willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Endlich geht es weiter, auch für mich, denn tatsächlich nehme ich dieses Spiel immer noch sehr, sehr nah an den Release-Termin der Folgen auf. Das ist also auch erst meine dritte kleine Runde hier. So, wir hatten letztes Mal das erste Turnier geschafft. Das war ein Tutorial-Turnier, also kein großes Thema. Da haben sich unsere teilweise auch mit echt neuen und frischen Kameraden sehr, sehr gut geschlagen. Jetzt haben wir hier diesen Turm anscheinend aus dem Nichts errichtet. Und ich glaube, wir müssen mit ihm reden, um weiterzukommen. Mir macht es einen Riesenspaß, mit Rosi hier zu bleiben. Ich fühle mich rundum wohl. Ich werde die Rolle von Rosi Leibwache übernehmen, während du weg bist, Schlürf. Konzentriere dich einfach nur darauf, die nächste Kategorie der Megaliga in Endor zu gewinnen. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich den Namen Endor kenne, weil das ein recht wichtiger Planet im Star Wars-Universum war. Daher kann ich den. Ich hätte es völlig vergessen, aber der Name kam mir so bekannt vor. Wenn du Mühe dabei haben solltest, den Sieg davon zu tragen, kannst du ja eine freie Natur trainieren, um stärker zu werden. Ja, okay, ich dachte, ich müsste mit dir reden, aber anscheinend nicht. Vielleicht muss ich auch mehrmals mit dir reden, das weiß ich nicht. Ich denke mal, dieser Turm wird eine Art Hub für uns werden. Ich schon sehe, dass hier noch ganze Etagen frei sind. Da werden wahrscheinlich nachher Leute einziehen. Hier ist auf jeden Fall schon jemand. Da ist die Kirche jetzt, ja? Sprich mit mir, gute Frau. Schon gewusst, Endor ist eine ziemlich große Stadt, in der Monster-Megaligen stattfinden. Ja, das weiß ich. Da war ich ja schon da, ne? Erinnerst du dich vielleicht? Was bist du denn? Was machst du? Also wir wissen, wer du bist, aber was machst du hier genau? Auf der Map sehe ich da eine Funktion. Starke Arznei. Okay. Na, wenn das nicht mal eine Missgründe ist. Ich habe die Schlagzeilen verfolgt, Herzchen. Und du schlägst das ganz schön große Wellen in der Monsterzimmerbranche. Ich freue mich riesig für dich. Und ist dein Teint sogar noch strahlender als zuvor? Hast du ein Geheimrezept? Das musst du mir verraten. Na, jedenfalls fand ich es angesichts deines kometenhaften Aufstiegs an der Zeit, dass wir ein paar Weichen für dich stellen. Dass ich ein paar Weichen für dich stelle, wahrscheinlich eher. Ich kann meine vielen Verbindungen spielen lassen und dich mit Monsterzimmer-VIPs aus anderen Welten in Kontakt bringen. Tritt gegen sie an und zeig, was du drauf hast. Ah, okay, das sind also die Online-Multiplayer-Versus-Funktionen, die ich wahrscheinlich niemals nutzen werde. Und das ist der erste Anfang. Ich kann dir Zugang zu einem ganz exklusiven Shopping-Erlebnis verschaffen. Für dich ist nur das Beste gut genug, mein Superstar. Dann wollen wir mal, was darf sein? Ja, ich will trotzdem kurz gucken. Genau. Von hier aus kannst du zum Beispiel gegen Monsterzähne aus aller Welt kämpfen oder nach einem herunterladbaren Inhalt sehen. Deinen. Ja gut, ich habe jetzt nicht vor, irgendwas zu nutzen. Wir gucken mal kurz, was das alles ist. Online-Kämpfe. Hier kannst du übers Internet mit anderen Monsterzähmern kämpfen. Schneller Showdown. Hier absolvierst du 30 Kämpfe hintereinander automatisch. Wenn es gut läuft, kannst du Gegner sogar Monster abwehren. Okay. Das ist auch gegen Spieler dann, aber ich gehe mal davon aus, sie verlieren ihre Monster nicht, sondern du kriegst einfach eine Kopie des Monsters. Das hier ist ein ziemlich spezieller Laden, dessen Sortiment ich wechsle. Das lohnt sich also reinzuschauen. Na ja, gut. Wobei, ist das was anderes als... Ich guck's mir jetzt trotzdem nicht an. Hier findest du deine Spieler-ID süßer. Okay, alles klar. Na gut. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Bis bald, mein Superstar. Ob ich die Online-Funktion jemals nutzen werde, muss ich mal sehen. Ich plan's aber nicht. Ist bei mir jetzt nicht gerade wichtig. Oder an erster Stelle stehend. So. Du bist hier draußen. Wollen wir so draußen wache hältst du nicht oben bei deiner Elfin bist. Ich find's ja froh, dass wir im Dorf bleiben dürfen, Rien. Wenn wir dir je irgendwie helfen können, dann frag einfach Bescheid. Dann frag einfach Bescheid, okay. Ja, aktuell ehrlich gesagt nicht. Ich schätze, ich soll jetzt eigentlich zur Arena, aber die werden bestimmt doch bald neue Orte zum Betreten geben, oder? Das wäre ja eigentlich naheliegend. Wie der Herbst gerade eingezogen ist, okay. Ich habe noch nicht jeden Winkel im Dorf angeguckt. Ich will mal kurz irgendwie durchlaufen. Nicht, dass hier nachher doch noch irgendwo ein Schatztruhe versteckt ist. Die ich am ersten Mal hier nicht gesehen habe. In diesem Haus hier war ich zum Beispiel auch noch nie drin. Mich wundert, dass man hier die Schränke nicht durchsuchen kann. Das ist auch so typisch eigentlich für Dragon Quest. Ach,
Wenn man so lange allein lebt wie ich, dann sehnt man sich irgendwann sehr nach einer Beziehung. Hier werde ich aber nicht viel Glück haben. Zwerge sind nämlich einfach nicht mein Ding. So hoch können wir wohl nicht springen. Ich frage mich, ob das hier nachher irgendwie einen Sinn haben wird oder nicht. So, da sind noch Pötte. Diesen einen Pott habe ich, glaube ich, noch nicht zerstört. Und so wie der steht, ist da bestimmt was drin. Tja, so viel dazu. Da war nichts drin. Gut, dann glaube ich, haben wir jetzt auch bis die Pötte hier hinten alles gemacht. Und vermutlich müssen wir einfach erstmal einen Haufen Monster zurück in die Stadt. Ich hoffe, ich muss keine Arena-Kämpfe jetzt machen, denn um ehrlich zu sein, ist mein Team jetzt nicht so trainiert. Und ich habe ja auch momentan Low-Levelige vorne. Aber die lasse ich deswegen vorne, weil ich hier trainieren will, während die anderen beiden noch ein bisschen warten können auf ihre nächsten Erfahrungspunktchen, ne? Ist eigentlich auch ein Item-Shop hier? Kann ich hier was kaufen? Well done, lad. Grüß dich, Junge. Dein Erfolg in Endor hat sich schon bis zu uns herumgesprochen. Aber lass ihn dir nicht zu Kopf steigen. Vor dir liegt noch ein langer Weg. Also arbeite weiter in deinem Team und versuche es an der Spitze zu schaffen. Ne? Aber hier ist doch so ein... Ach so. Muss ich ihn exakt hierher führen? Ah, okay, ich muss dann auch dahin ihn hinbimmeln, wo er den Kramladen auch führt. Willkommen in meinem Kramladen. Was darf sein, Junge? Was hast du denn so? Wahrscheinlich hauptsächlich Heilsachen, ne? Und ich habe ziemlich viele. Riesalz haben wir noch gar nicht. Das würde ich dann tatsächlich mal kaufen wollen. Wenigstens eins. Zur Not. Monsterwampf kann man auch kaufen, damit man die Leute besser rekrutieren kann, ne? Und hier werden sicherlich nachher noch andere Sachen dazukommen. Aber gut, natürlich können wir keine Ausrüstung und Waffen kaufen, weil wozu auch? Wir selber können ja keinem Monster schaden, ne? Gut, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns, wohin immer wir jetzt gehen sollen. Ich gehe mal davon aus, wir sollen zum Kolosseum zurück. Und dass wir vielleicht da von neuen Orten erfahren, an denen wir neue Monster kennenlernen. Und auch generell was erkunden können. Weil der erste Ort reicht dafür nicht aus. Mal gucken. Vielleicht muss ich euch im Turnier verlieren, damit das passiert. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Na, wenn das nicht Dreen ist, der Champion der Kategorie G. Do you want to have a go? Hallo und willkommen im Kolosseum von Endor. In welcher Kategorie möchtet ihr heute antreten? Come back soon. Okay, ich kann direkt die nächste Kategorie machen. Also ich muss die erst schaffen. Das kann natürlich sein. Dann würde ich jetzt aber für dieses Turnier meine Gruppe ändern wollen und die Stärksten reinnehmen. Die anderen haben sich ja in dem ersten Kategoriekampf schon gut geschlagen. Aber dann würde ich sagen, nehmen wir das so mit. Ich würde aber gerne Talativa mitnehmen wegen diesem AOE-Zauber. Der ist halt schon sehr gut. Gut, dann machen wir es einmal so. Und dann gucke ich mal, ob das dann damit noch machbar ist. Und wenn nicht, kriegen wir vielleicht dann was freigeschaltet. Oder wir müssen wirklich mal in die normalen Gebiete und da ein bisschen trainieren. Nee. Ich bin schon bereit, das zu bestätigen. Ich versuche es mal mit der Truppe, ob die schon die nächste Stufe schaffen kann. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Hier kann ich auch noch irgendwo hin. Machen wir das erstmal. Bevor wir irgendwelchen Turniereinträgen zustimmen. Komm schon, geh ran. Zeig keine Gnade. Oh, bitte entschuldigt. Ich habe mich mitreißen lassen. Ach, da finden gerade Kämpfe statt, sozusagen. Na, immerhin noch ein Stärke-Samen. Die Samen werde ich wahrscheinlich erstmal hardcore ansammeln. Wenn ich mein Monster habe, wo ich sage, ja, das gefällt mir sehr gut, dann kann ich die ja da verfüttern. Unglaublich, dass ich schon wieder verloren habe. Aber ich gebe nicht auf. Ich muss mir eben bei den anderen Kämpfern was abschauen. Tu das. Ich werde noch die Vasen zerstören, wenn ich schon hier bin. Aha. Ein schönes Steinchen. Und da ist noch eine Vase, die sich bisher versteckt gehalten hat. Die enthält aber nichts. Okay. Und ich weiß, dass die Vasen nachspawnen. Ich weiß aber nicht, ob die Inhalte random sind, ob die dann auch mit nachspawnen können, wenn sie dann random wieder reinverteilt werden. Keine Ahnung. Dann versuchen wir einfach mal das G-Turnier. Ich meine, wenn wir verlieren, verlieren wir ja nicht viel. Außer unsere Ehre.
Ich könnte vorher noch vielleicht speichern, aber er speichert sowieso immer automatisch. Ich denke mal, wenn wir verlieren, ist das nicht schlimm. Wir gucken einfach mal. Wenn wir mal verlieren, ist es auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie stark wir werden müssen. Okay, ich bin soweit. Ja, wir möchten es gerne mal versuchen und in die Kategorie F reinschnuppern. Ich wollte also in Kategorie F antreten, richtig? Let's do this. Okay, das macht dann 50 Goldmünzen. Gebt euer Bestes. Na gut, es kostet uns 50 Goldmünzen. Aber das ist auch schnell wieder reingefahren, schätze ich mal. Puh. Ladies and Gentlemen, entering the Category F Tournament is the Novice Supernova. All the way from Rose Hill, it's the sensationally skilled Silent Stunner. Ich habe einen neuen Namen bekommen. And facing him, classy like a ballerina, but downright nasty in the arena, it's Lady Aurelia! Oh, ein Sabertooth Cup. Now on with the opening bout. Let's brawl! Ja, ich nehme an, das werden wir nicht schaffen. Aber mal gucken. So, okay. Ja, Taktiken würde ich jetzt keine großartig machen wollen. Soweit ich weiß, macht Relativa immer ihren Zauber, wenn mehrere Gegner da sind und die anderen so einfach nur draufhauen, ne? Das ist schon beträchtlich mehr Schaden als bisher. Und die Gegner scheinen auch schneller zu sein als wir. Oh, bizarres Ballett zieht wieder Mana ab, ne? Aber daneben. Unser Knister-Spell. Also ich würde sagen, allein dank Knister haben wir eine gute Chance, den ersten Kampf noch zu gewinnen. Aber man merkt schon deutlich, die Gegner sind jetzt eine Herausforderung. Nicht mehr wie vorher, einfach nur abzusnacken. Fata Morgana. Reduziert Treffsicherheit für alle. Nicht schlecht. Wir treffen nicht mehr. Ich hoffe, Knister trifft trotzdem, weil es ein Zauber ist. Super. Ja, aber der Rest trifft gar nicht mehr. Das war ein Treffer, sehr gut. Kein Knister. Wahrscheinlich nur zwei, weil es nur noch zwei Gegner sind, schätze ich mal, aber es ist okay. Dann wären wir jetzt lieber gewesen, weil wir eh aufgefüllt werden zwischen den Kämpfen. Und das hier uns halt sehr stört. Jetzt hätte. Ja, Wilke gerade wieder Trefferwahrscheinlichkeit hoch und jetzt ist es wieder weg. Das ist schon nicht schwach, ne, Fata Morgana? Könnte ich mir in unserem Team auch ganz gut vorstellen. Das ist super mächtig. Kann ich sie irgendwie vielleicht dazu pushen, einen Zauber zu machen? Nee, sie ist schon auf Gnadenlos sein. Hätte ich dann eher vorangeben müssen in dem Menü, dass die Knistern öfter nutzen soll. In dem KI-Menü. Aber sie macht, sie hört auf mich, das ist super. Sie sind doch auch echt zäh. Gut, der ist down. Schon mal keine neuen Fata Morganas mehr. Und langsam laufen die ganzen Sichtprobleme wieder weg. Wir haben es, gut. Aber ich glaube, das Turnier werden wir nicht schaffen, weil die nächsten Gegner werden stärker werden. Aber wir haben uns wenigstens gut geschlagen und einen Kampf in die Tasche bekommen. Das ist ja auch nicht verkehrt. The Silent Stunner struts through the first round. This novice is no joke. He's making a real splash. But who's he facing in round two? None other than Lady Long, draconic beast from the distant east. Watch out, she'll strike like lightning. Mhm.
Tenshinhan? Oh, Alter, was für ein Teil da rechts? Das sieht ja krass aus. It's time for the second bout. Let's brawl. Das Ding sah ja mal richtig cool und übel aus. Wow. Und wir Biergänger, Schützenwicht und Schlammschlachter, die kenne ich wohl alle aus allen anderen Spielen, aber den schaurigen Scheucher kenne ich noch nicht und der sieht schon echt cool aus. Okay, der bufft schon mal seinen Schlammschlachter. Abwehrbonus. Und der hat einen Zauber drauf auf alle. Nee, auf einen aber. Das ist sehr hoher Schaden. Okay, kein Damage. Ich schätze mal, der Schlammschlachter hat eine sehr hohe Defense und muss mit Magie bekämpft werden, ne? Knister könnte helfen, sehr gut. Das hat gesessen, also wenn sie jetzt wieder häufiger knistert, schaffen wir es vielleicht doch. Aber ich sollte nächstes Mal vor einem Turnier auf jeden Fall die KI bearbeiten, dass sie auf jeden Fall dann häufiger ihren Zauber auch macht. Weil Knister ist halt momentan absoluter Wahnsinn. Super. Ich glaube, Wiedergänger haben auch meistens sehr viel HP. Super, der Kleine ist schon mal weg, weil der kann ja buffen und ich habe keine Lust, dass er noch mehr Leute bufft. Okay, du bist also der Damage Dealer mit deinem Zaubern. Alter, 26 Schaden. Uiuiui. Aber sie hat dafür den Wiedergänger erschlagen. Gute Wahl, weil der Schlammschlachter geht mir, glaube ich, nur mit Knister down. Das war's. Wir schaffen das. Komm, der wird nicht alleine schaffen, mein ganzes Team auszulöschen, egal wie gut er ist. Ne, wir haben's. Cool. Aber wir müssen ja noch mehr Kämpfe schaffen. Ich sollte meine Füße stillhalten. Das könnte immer noch nach hinten losgehen. Aber ich bin stolz auf das Team, dass sie es so weit geschafft haben. Round 2 goes to the Silent Stunner. Now that really was a ferociously fiery fight. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen würden und dadurch dann halt das nächste Gebiet freischalten. Weil es muss ja mehrere Gebiete geben. Denn das wäre sehr angenehm. Ich würde nämlich gerne anfangen, über neue Gebiete zu erkunden. Das andere habe ich ja komplett erkundet. Und auch vielleicht neue Monster zu rekrutieren. But here's our man, cool as a cucumber. Uh-oh. He doesn't look even remotely phased. Now for his last opponent. It's the trash-talking terror, the bequiffed basher, Gorgeous Gordon! Der prächtige Peter, oder? Alter, hast du nur drei Monster? It's time to head to our dramatic conclusion. Who will maul and who will ball? Nun, er tritt nur mit drei Monstern an, aber wahrscheinlich ist er so von sich überzeugt, und das aus guten Gründen, dass er gar nicht mehr braucht. Let the third and final bout begin! Let's brawl! Ich habe eine Knastkatze gerade gesehen bei ihm, ne? Und diesen komischen Lachsack, diesen Schatzbeutel. Und diese dicke Schlange sieht schon heftig aus. Schwingenschleiche. Wie du siehst, gibt es Monster in verschiedenen... Ach so, Größen sind das. Und wenn man ein großes Monster dabei hat, kann man nur... Also blockiert das zwei Plätze. Interessant. Cool. Wie du siehst, gibt es Monster in verschiedenen Größen, sogar innerhalb derselben Art. Du wirst kleinen Monster K und großen Monstern G begegnen. Große Monster haben höhere Attribute, aber wegen ihrer Ausmaße brauchen sie mehr Platz in deiner Gruppe. Interessant. Das heißt, man könnte auch zwei große Monster benutzen. Oder halt ein großes mit zwei kleinen. Oder halt vier kleine. Okay. Das ist interessant. Cooles Konzept, um so ein bisschen Balancing reinzubringen zwischen mächtigeren und größeren Monstern. Ich bin gespannt, ob ihr eine Chance habt, Leute. Ich bin euch aber nicht böse, wenn ihr es nicht schafft, weil ich glaube, die Schwingenschleiche könnte sehr mächtig sein. Feuer-Odem, ja, das wird, glaube ich, absolut vernichtend sein, Alter. Er darf sogar zweimal ziehen. Okay, also wenn die großen Monster zweimal agieren dürfen, macht ihr das viel wertvoller, als ich gedacht hätte. Dann ist es ein bisschen mehr als nur Attribute mehr haben. Interessant. Ich meine, klar, sie verbrauchen natürlich auch entsprechend dann mehr Mana und so, ne? Wenn sie Aktionen machen. Das ist schon irgendwo gebalanced. Gibt einfach alles. Ich erwarte nicht mehr, dass ihr es schafft. Wenn ihr es schaffen würdet, wäre ich überrascht. Ich sollte... Oh, giftiger Odin, das ist gar nicht gut. Ich sollte definitiv Wilk jetzt anwenden, dass er heilen soll. Alle sind vergiftet worden, bis auf Hiki, okay.
Oh oh, das ist schlecht. Au. Mach bitte nochmal ein Knister. Super. Du bist mich fast down. Nicht gut. Okay, wir haben zumindest den Nachsack besiegt bekommen. Es ist, glaube ich, zu spät, aber ich werde mal kurz eben Wilke sagen, dass er versuchen soll, irgendwie zu heilen. Focus on healing. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt HP heilt oder Gift heilen wird. Ich würde mich freuen, wenn er einfach mit einem HP-Heilung Talativa hochpeppeln würde. Aber mal gucken. Ich glaube, hier geht der Komfort dran, das kann ich vergessen. Leider. Okay. 16 Schaden auf Cäsium, wie ein Feuer oder dem. Nee, das war's. Der Giftschaden killt mich, glaube ich, gleich auch. Er greift dreimal an? Warum darfst du jetzt dreimal angreifen, du Frechdachs? Okay, das verstehe ich nicht ganz, wenn man dreimal angreifen durfte. Alter. Aber das war schon sehr übel jetzt. Die Schlange ist auch wirklich super stark. Okay, jetzt kommt die Heilung von Wilke, das ist gut. Auf wen? Auf Marzipan. Das ist nicht schlecht, das hilft uns ja auch. Er hätte sich jetzt als Heiler lieber selbst heilen sollen, ne? Wie er da schon mal einen Heiler gespielt weiß. Der Heiler muss sich immer selbst priorisieren, denn nur so kann er auch weiterhin andere Leute heilen. Wenn er tot ist, heilt niemand mehr, ne? Weil da geht sich keins mehr machen. Oh, Wilke fällt in Raserei. Ob das noch rechtzeitig ist, weiß ich nicht. Weil der giftige Odeme will übelst wieder reinhauen. Oh, es macht nur Vergiftung, ne? Kein Schaden an sich. Gut. Er greift jetzt dreimal an. Weil jetzt noch mehr Platz frei geworden ist? Ja, die Schlange ist down. Oh, das ist so knapp. Boah, ist das spannend. Hm. Heilung, das ist ja sehr gut. Er heilt Hiki. Er hat jetzt zweimal heilen, weil er in Raserei gefallen ist. Er heilt auch noch Marzipan. Absolut selbstlos, der Wilke. Das sieht nicht gut aus für seine HP, aber wir schaffen das, glaube ich. Die Heilung ist auszudem war wichtig, sie hätten wir das nicht geschafft. Aber warum konnte die Schlange plötzlich dreimal angreifen? Kann sie noch öfter angreifen, wenn noch mehr Plätze im Team frei werden? Weil die hat ja erst zweimal angegriffen und später dreimal. Und die war nicht in Raserei, oder? Er hat zu viel ausgeschaltet. Aber vielleicht hat er ausreichend geheilt. Ich glaube schon tatsächlich, dass es Marzipan und Hiki noch schaffen können. Trotz der Vergiftung, die Knastkatze zu besiegen. Ich bin guter Dinge. Haut aber auch rein, das Ding. Nice! Das war's! Das war spannend. Das war nicht schlecht. Schön. Tatsächlich noch eine nächste Klasse geschafft. Und zum ersten Mal ein paar interessante Kämpfe gehabt. Vorhin der letzte. Interessant im Sinne von herausfordernd, ne? Unbelievable! The winner of Category F is... The Silent Stunner! Let's give him a big round of applause. And some cheers too. Come on! Nice. Schon direkt zwei Ligen geschafft. Zwei Turniere. Ich hoffe, dass wir jetzt aber einen neuen Ort freischalten. I can't believe it! You're really something else! Here's your prize for winning Category F. Ich würde nämlich sehr gerne nicht nur wieder ein bisschen erkunden und trainieren, sondern auch neue Monster kennenlernen. Wir haben noch Platz in der Reserve, ne? Das haben wir nicht vergessen. Also zwei brauche ich wohl mindestens noch. Abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass eine bestimmte Funktion, die ich aus den älteren Dragon Quest Monsters kenne, hier mit Sicherheit auch wieder vorkommen wird. Und die möchte ich auch möglichst freischalten, dass ich die auch nutzen kann. Wieder hält eine Portion Monstermampf. It wouldn't surprise me if you won Category S one day. I'm expecting big things from you, young man. Ich versuche dich nicht zu enttäuschen. Hallo. Miau, do you do? Wer bist du? Krali, hallo. Oh, have I set the cat among the pigeons? Don't mind me, I'm perfectly friendly. My name is Virgil, Talon Spotter Extraordinaire for the Monster Mauling Association. Merlin. Tell me,
Are you really fulfilled by this trifle of a tourney? You could be squaring up to far mightier monsters at the Morlaceum in Nadiria. Aha, es wird sich also mehrere Kolosseen geben. Interessant. Seriously, I'm not kidding. So, fancy going and finding out for yourself? Anschauen ist okay, aber nicht anfassen. Nein, ich meine, anschauen ist okay, ich will jetzt nicht kämpfen müssen. Music to my ears. Now, if you're heading to Nadiria, you'll need this. That, my friend, is Travelite, a hallowed hunk of stone created by elves in the dim and distant past. Use it right, and you'll be able to travel to Nadiria at a stroke. Rina hält einen roten Portalit. Now, I don't mean to let the cat out of the bag. But I understand there's an elf in your village. She'd be the perfect candidate to teach you how to use Travelite, so I suggest having a word. Das wird dann wohl Rosis spezielle Aufgabe werden. Mew-hoo-hoo. Well, I guess I'll catch you in Nadiria. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sollen zurück, das ist okay. Wir können aber nach vorne mal rasten. Aber warte mal, sind wir jetzt noch im Schaden? Nee, ne? Nee, wir werden eh voll geheilt, stimmt. Also brauchen wir gar nicht zu rasten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die schon mal zerstört habe. Aber da war auch nichts mehr drin. Wahrscheinlich habe ich sie schon mal zerstört. Kann also gut sein. Gehen wir erstmal zurück. Nach Rosenbühl. Ich meine, eins ist sicher, egal welche Turnierrunde wir dieses machen, wir brauchen Training. Weil das hier war schon recht knapp. Wenn wir schwächer sind in der nächsten Runde, haben wir keine Chance. Ich werde mal erstmal wieder die Gruppe ändern und wieder die nach vorne sind, die eher Level brauchen. Also Miri wieder reinpacken und Agent wieder reinpacken. Nein, ich möchte das bestätigen. Super. Und dann lassen wir uns mal kurz erklären, was unsere Rosi mit dem Portalit anfangen kann. Vielleicht mal wieder speichern, obwohl er sowieso oft automatisch gespeichert wird. Dieses automatische Speichern macht es echt schwierig für mich teilweise, also stressiger, sowas aufzunehmen tatsächlich. Weil wenn ich dann doch mal einen Fehler mache, kann ich nicht zurück. Ich hoffe, ich mache keine Fehler. Mit Fehler meine ich wirklich Aufnahmefehler. Wie, keine Ahnung, Windows hat ein Update und ich habe vergessen, dass ich dann meistens gucken muss, ob das Mikro noch konfiguriert ist und so weiter. Hier ist noch eine Truhe, habe ich gerade gesehen, aus dem Augenwinkel. Wir waren noch gar nicht im Keller. 100 Goldmünzen. Ein Haufen Monstermist, nice, was man damit auch immer tun wird. Und hier unten ist auch nochmal ein Händler. Der wird dieselben Sachen verkaufen, nehme ich stark an. Und eine Bank, ne? Noch sehe ich nicht die Notwendigkeit, Geld groß anzulegen. So viel Geld haben wir halt noch gar nicht. Das bisschen, was wir haben, habe ich gern dabei. Ja, einen müssen wir noch höher. Und diesen Pott habe ich wahrscheinlich auch nicht zerlegt. Oder doch? Keine Ahnung. So, Rosi. Willkommen zu Hause, Rin. Wie ist es dir in der Monster-Megaliga ergangen? Meine Güte, du hast Kategorie F gewonnen? Dann werde ich zur Feier des Tages etwas Besonderes kochen. Hm, du willst mir also etwas zeigen? Na sowas, das ist ja wunderschön. Oh, warte, ist das etwa... Ja, genau. Das ist ein Portalit. Portaliten wurde von langer Zeit von Elfen hergestellt, um nach Nadiria zu reisen, der Stoff aus den Legenden sind. Wo hast du nur einen gefunden? Aha, und er hat dich eingeladen, ihn damit dort zu besuchen? Na, wenn das so ist, wirst du meine Hilfe dabei brauchen, den Weg zu öffnen. Gut, das würde ich behalten haben. Aber ich wollte dich sowieso aufnehmen.
am about to perform a traditional elvish dance. I hope you'll enjoy it. It's been some time, though. I only hope I remember the steps. Das scheint gut funktioniert zu haben, dein Tänzchen. Wow! Take a look outside! Haben wir den ganzen Turm teleportiert oder warum? Sieht irgendwie bedrohlich aus. Legends back home that Travelite could open the way to Nadiria. To think they were true. My prince. Did that help? Ja, sehr sogar. Gute Arbeit, Rosie. Oh, that's a relief. By the way, Travelite comes in other varieties. With the right kind, we could visit all sorts of places in Nadiria. Back in Rose Hill, I didn't venture outside my room just as you asked. So I was thinking, seeing as we're in Nadiria now, where I'm safe from humans, maybe I could join you on your adventures here. Kein Problem, warum nicht? Aber pass auf dich auf da draußen. Rosie schließt sich Rin an. Also haben wir jetzt den ganzen Turm dahin teleportiert? Verstehe ich das richtig? Ich meine, da wir das Portal, was sie da gezeigt hat, nicht betreten haben, gehe ich davon aus, dass das Portal das gesamte Gebäude transferiert hat. Now, if you want to go back to Terrestria, you can do so via the magic circle. Also werde ich konstant bei dir zwischen den Orten reisen können, beziehungsweise den gesamten Turm verpflanzen können. But first, let's explore Nadiria. Auf jeden Fall. Da wird es bestimmt viele neue Monster geben. Ich bin sehr gespannt. Das erste Gebiet habe ich ja eigentlich auch komplett erforscht, soweit ich das zumindest einschätzen kann. Warte mal, das Portal ist jetzt immer, warum auch immer, eine Etage tiefer, ne? Nicht in dem Zimmer, wo sie es gerade gemacht hat eigentlich, sondern unter ihrem Zimmer. Okay. Ist was Neues zu erzählen? Miau. Bestimmt, ich kann es leider nicht verstehen. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie es hier draußen aussieht. Vom Fenster aus sah es sehr düster aus. Das ist äußerst düster. Kreis der Eroberung unterer Rang. Das ist die Arena. Gosh, so this is Nadiria. It sends a chill down my spine. Meow! Welcome one, welcome all. Ah!
Apologies, Madame Musel. Allow me to introduce myself. I am Virgil, official talent spotter for the Monster Mauling Association. Virgil, you say? Did you provide us with that travel light by any chance? Indeed. I'm happy to see you made good use of it. This is the Circle of Conquest, one of the six realms of Nadiria. Ist Nadiria sowas wie die Hölle hier? Klingt fast so mit den verschiedenen Ebenen. Each realm is divided into three parts. Die Unterwelt. We call the lower, middle and upper echelons. Right now, we're in the lower echelon. It's home to weak monsters. But that's fine for a fledgling monster wrangler such as yourself. Hauptsächlich freue ich mich über neue Gestalten. Und vielleicht hier auch einige sehr ungewöhnliche, so wie das Gebiet aussieht. Ich denke mal, dass die Ebenen noch verschieden aussehen werden. Mal gucken. So, that would make this the lower echelon of the Circle of Conquest. Is that right? Precisely. And at the heart of it all is the Maulerseum, Nadiria's one and only battle arena. That's where monster wranglers from far and wide gather to test their skills in battle. And you should too. Ich bin mal gespannt, ob die kommenden Regionen dann alle hier in Nadiria sein werden, Ebene für Ebene, oder ob wir auch in dem Terraria-Bereich, im normalen Bereich, noch neue Bereiche bekommen werden. Didn't you say you wanted to enter a tournament at the Maulerseum? We should go and take a look. Eins am Aren, erstmal sollten wir uns hier umschauen und gucken, welche neuen Monster hier so rumrennen. Bin sehr gespannt. Da ist schon mal ein cooler Skelettkrieger. Der sieht schon mal sehr einladend aus. Und anscheinend sehr viele von hier zugegen. Und so einen könnte ich mir auch für die Gruppe vorstellen. Ich schau mal kurz, ob hinter dem Turm irgendwas ist. Und ja, es besteht jetzt endgültig, der ganze Turm wurde bewegt auf diese Weise. Aber da ist nichts gut. Dann schauen wir doch mal, wie stark die Gegner hier sind. Vielleicht reißen die uns ja auch ein neues Grinsen ins Gesicht. Eine Gruppe Skelette erscheint. Ja, ich habe extra Befehle, braucht ihr nicht. Ich würde mich aber schon freuen, wenn du auf jeden Fall Knister zauberst. Der ist mir egal. Die haben schon wesentlich mehr Kraft. Ich will noch ein paar mehr Monster sehen, bevor ich mich entscheide, ob ich irgendwas rekrutieren möchte hier. Aber die Skelette finde ich schon mal gar nicht so schlecht, so als reinen Haudraufkrieger. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich werde noch keine anwerben, wir gucken erst ein bisschen rum. Die dürften doch fast tot sein, oder? Hoffentlich. Knister hilft natürlich auch wieder super. Okay, einer ist down. Dürften die anderen kurz davor sein. Nehme ich mal an. Aber ich sehe schon, hier haben wir jetzt eine etwas höhere Challenge in den normalen Fights auch. Das erste Gegner war immer sehr einfach, ne? Die Gegner waren ja viel, viel schwächer. Als das, was wir rekrutiert haben und hatten. Von vornherein. Gut. Wie viel Erfahrung bringt ihr? Bestimmt ordentlich, oder? Wir haben lange keine Erfahrung mehr bekommen. Und ich habe ja auch im ersten Gebiet, ehrlich gesagt, nicht viel gekämpft, nicht viel trainiert. Und das werde ich hier wahrscheinlich ein bisschen nachholen dann. Macht ja auch Sinn. Zwei Leute haben Begabungspunkte bekommen, die würde ich auch gerne ausgeben. So. Oh, wir haben noch sehr viele Leute mit Begabungspunkten, die ich nicht ausgegeben habe. Okay, fangen wir ganz oben bei Agent an. Ich wollte, glaube ich, seine Abwehr erst haben, ne? Genau. So, vier Abwehr mehr, schon mal nicht verkehrt. Herzensbrecher haben wir ja schon. Zungenpeitsche war ein cooler Move. Fata Morgana könnte er lernen irgendwann, ne? Die Frage ist, kommen wir da hin? Nutze ich den Mabuff so lange? Weil das ist schon ein sehr hoher Skill mit 30 Punkten im Kostenbereich. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mabuff so lange behalte. Deswegen würde ich jetzt erstmal weiterhin Stats erhöhen. Dass er für die Zeit, die er da ist, auf jeden Fall praktisch bleibt. So, du kannst Sandsturm lernen. Hat Sandsturm vielleicht einen ähnlichen Effekt? Wirbelt eine dichte Staubwolke auf, die für 2 bis 5 Runden die Genauigkeit gegnerischer
Angriffe senkt. Also die macht etwas sehr Ähnliches. Dann würde ich die gerne lernen. Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, Gegner zu blenden. Da brauchen wir ein paar mehr Punkte für. Aber ein Level up und wir können das mitnehmen. Und danach können wir erst endlich die Abwehr holen. Die wollte ich eigentlich erst holen, ne? Deswegen habe ich auch neue Punkte reingesteckt. Nicht nachgedacht. Aber ist nicht schlimm. Dafür können wir im nächsten Level up vielleicht beides lernen. Also wir den Hasen noch ein bisschen behalten, weil der nicht nur sehr gute Stats bekommt, wie ich finde, sondern halt auch noch den Sandsturm, der, glaube ich, sehr praktisch sein wird, weil er ähnlich funktioniert wie Vater Morgana. Ich weiß nicht, wo der Unterschied genau zwischen den beiden Skills liegt. Gibt bestimmt einen, aber das weiß ich nicht, keine Ahnung. So, Miri. Deine Stats sind nicht so geil, die du bekommst, aber du würdest noch Zauber lernen. Ich glaube, Säusel ist ein Zauber, ne? Fügt sämtlichen Gegnern geringen Windschaden zu, siehst du. Noch jemanden zu haben, der AOE-Spells machen kann, wäre doch super. Und dann machen wir sonst die Stats bei dir. Okay. So, Alternative hat ja schon Knister. Das finde ich schon super ausreichend. Und Totentöter könnte hier super praktisch sein im Gebiet. Keine Frage. Aber ich glaube, ich bin mit Knister sehr zufrieden. Blendender Blitz noch wahrscheinlich auch wieder sowas Ähnliches, oder? Auch das senkt wieder die Genauigkeit. Ich frage mich, ob es verschiedene Intensitäten sind, die dann gesenkt werden. Das wüsste ich gerne ein bisschen genauer. Aber am besten wäre es bei ihr einfach MP anzuheben. Kontinuierlich. Damit sie auch immer schön Knister rausdonnern kann. Oder rausknistern. Keine Ahnung. So, und Hiki. Hiki hat auch noch einen Punkt übrig, die ich nicht verteilt habe. Und ich wollte bei ihm unbedingt einen neuen Skill lernen, weil ich Bizarres Ballett nicht so nützlich finde. Das ist nicht nutzlos, aber das hat schon sehr spezifische Bereiche, wo man es überhaupt nutzen würde. Heißer Tanz kann alle Gegner für eine Runde betäuben, wenn das klappt. Also eine Chance auf alle, dass sie betäubt werden, das ist schon viel stärker. Merkurstoß, eine Schlagtechnik, die nur geringen Schaden verursacht. Dafür greift der Benutzer vor allen anderen an. Also so eine Art Ruckzuckhieb, ja? Ich glaube, der heiße Tanz reicht mir erstmal. Und dann werde ich jetzt für die Stats bevorzugen bei ihm. Gut. Okay, unser erster Kampf hier. Viel Statuspunkteverteilerei, aber das gehört auch dazu. Okay. Da ist schon wieder was Neues. Und weil du so... Nee, doch nicht, du stehst... Ich wollte gerade sagen, weil du so komisch da stehst, bist du wahrscheinlich ein... spezieller Gegner für einen Sorry oder so, bist du aber gar nicht. Dich kenne ich so auch gefühlt gar nicht, keine Ahnung. Was bist du für einer? Ein listiger Lümmel. Okay. Die sehen nicht schlecht aus, weil sie so aussehen, dass sie auch ganz gut tanken können mit dem großen Schild, ne? Aber keine Ahnung, ob das so ist. Okay, dann würde ich gerne sagen, dass Miri bitte einmal ihren Säuselzauber benutzt und Talativa ihren Knisterzauber. Und dann würde ich tatsächlich auch mal... Hiki ist nicht dabei, okay. Dann, wenn ich ihn gleich mal wieder reinnehme. Mit seinen Skill würde ich auch gerne sehen. Listige Lümmel. Knirscht das einmal und dann soll es einmal. Gut. Den Rest macht ihr schon automatisch, denke ich. Ich schätze mal, das sind so Attacken, die auch unter Umständen nicht nur Schaden machen, sondern auch gegnerische Statuswerte senken können, ne? So wie in diesem Fall wahrscheinlich die Angriffskraft senken können. Also wenn der listige Lümmel sowas kann, das Skelettvieh konnte, glaube ich, Helmbrecher. Ich schätze mal, dass das Defense senken kann mit einer Chance, zusätzlich zum Schaden. Und der Klingenbrecher ist halt eine Möglichkeit, die gegnerische Angriffskraft zu senken mit einer gewissen Chance. Beides sehr praktisch. So, levelt ist es keiner. Aber ich könnte mal eben kurz die Gruppe nochmal wieder ein bisschen durchmixen, denn wir haben zwei Stufe 7 Leute. Die können mal eben kurz Platz machen. Wilke würde ich kurz reinlassen und Hiki zwar auch Stufe 7, aber ich würde gerne seinen neuen Move mal sehen. Auch wenn er bei meinem Glück wahrscheinlich nicht optimal triggern wird. Aber mal gucken. Diese komischen Pflanzen, ich denke, was irgendwas zum Aufheben, weil das alles so ungewöhnlich aussieht. Hast du dich gerade von meiner Nase ausgegraben?
Lass dich mal in Ruhe. Ich guck mir lieber gerade neue Gegner an. Da hinten ist irgendwas Neues. Was bist du denn? Du siehst ja sehr komisch aus. Der Blick allein schon. Ein Schmuck. Wow. Ein Schmuck. Okay. Gut. Hickey, mach mal bitte deinen heißen Tanz. Also du musst bitte knistern, der Rest ist mir egal, die können einfach angreifen. Die wurden alle drei betäubt, das ist natürlich sehr stark, ne? Müssen alle eine Runde aussetzen. Das ist schon mächtig. Also während der erste Skill von Hickey eher sehr spezifisch war und für mich erstmal gar nicht anwendbar bei den Gegnern, die wir so bekämpft haben, ein bisschen Mana zu entziehen, ist halt bei ganz bestimmten Gegnern sinnvoll, ist das hier wiederum ein super starker Skill, der einem definitiv ganze Turniere gewinnen könnte. Also bisher spielt mich Alcom Design von den drei, die wir gesehen haben, das Krieger am meisten an. Ich bin aber auch sehr, sehr, sehr entzückt von diesem komischen Schmuck. Das ist wirklich eine Kreatur. Hui, da regelt es Level-Ups. Und Begabungspunkte, die ich jetzt nicht verteilt habe, weil ich ein Torf bin. Aber wir können ein paar ansammeln, außer für eine Person, fällt mir gerade ein. Aber die waren nicht im Kampf beteiligt, okay. Gut, dann nimmst du dich gleich wieder rein, weil sie sollte möglichst bald leveln, damit ich den Skill entsprechend optimieren kann. Jetzt sind gerade alle gleich gelevelt, ne? Also wenn ich nach vorne nehme, ist eigentlich einfach meine Sache. Dann mach ich es mal so. So, Schmocks und Skelette. Die kennen wir ja schon. Ist das giftig, wenn ich hier reinlaufe? Ich kann da gar nicht reinlaufen. Da hinten ist eine Schatztruhe. Wie komme ich denn dann da hin? Ist das eine Jahreszeitenfrage? Wird auch... Hallo. Wird auch, der See zufrieden, dann kann ich doch da vorne rein, und das macht aber Schaden. Der Giftsee. Ein Schmoller. Auch ein Klassiker. Kämpfen wir einfach so, wie ihr wollt. Das schafft ihr, glaube ich, schon. Nicht alle auf einen, ja? Danke. Der Schmoller hat auf jeden Fall ein bisschen mehr HP scheinbar wie die Schmocks. Aber das war's auch für ihn. Okay. Tat aber schon weh, der Pfeil. So langsam zieht es seine Lebensenergie. Aber ich kann ja heilen. Level 8. Level 9 brauchen wir aber für die nächsten Talentpunkte. Eine Motrautenknolle. Okay. Nehmen wir auch gerne mit. So. Ich kann ja diese Schnellheilfähigkeit benutzen. Brauche ich aber gar nicht, weil Level Up halt ja voll. Okay, gut. Kann ich jetzt rein? Ne, kann ich nicht. Okay, also muss das eine Jahreszeitensache sein, schätze ich mal. Skelettkrieger. Ich gucke nochmal, ob wir noch neue Gegner hier sehen können, die wir noch nicht gesehen haben. Die würde ich ja erstmal bevorzugen. Wer ist zum Beispiel ein Item zum Einsammeln? Da schmollen sich zwei Schmoller an und schlabbern sich anscheinend auch ab. Ein Heilkraut. Okay, das sind alles uns bekannte Kreaturen. Ich laufe mal hier eben um die Ecke, ob da irgendwas ist. Wäre nämlich gut vorstellbar. Aber nein. Auch hier sind nur uns bereits bekannte Kreaturen, okay.
Oh Gott. Da ist ein Drache mit einem Baum auf dem Rücken. Der sieht ziemlich krass aus und ich kann mir schon denken, dass das irgendwie so ein Supergegner ist, den wir auf keinen Fall schon bekämpfen können. Genau wie damals. Oh oh, ich habe ein Problem. Ich komme gar nicht mehr raus, ohne an dir vorbeizulaufen. Genau wie damals dieser einäugige Zyklop. Alter, was für ein Teil. Ist das ein großes Monster? Oder ist das noch größer als ein großes Monster? Weil das Ding ist ja eigentlich ziemlich riesig, oder? Oh, ach, ihr erschreckt mich mal ein bisschen. Ein bisschen schon. Aber ich bin ja auch schreckhaft. Da ist anscheinend eine Skelettkriegerversammlung. Oh, da ist was. Nee, das ist nichts Neues. Okay. Okay. Also wenn das jetzt der Content erstmal ist an Monstern, dann würde ich den Skelettkrieger bevorzugen. Aber die Jahreszeiten werden wahrscheinlich auch wieder... Du bist ja ein kleiner Frechdachs. Neue Monster herbeibringen, ne? Noch sind wir im Frühling. Hier oben ist eine Truhe. Sehr schön. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe dich sogar gesehen im Busch. Schuft. 200 Goldmünzen, nice. Und da ist auch irgendwo... Oh Gott. Oh. Den haben wir schon mal bekämpft, ne? Der konnte Vater Morgana nutzen. Seejungfer heißen die. Okay. Interessant. Ich will noch irgendwas Geflügeltes haben, ne? Aber das ist schon ein weirdes Teil. Ich weiß nicht, ob ich das haben möchte. Mal gucken. Sollte mir auch nicht zu viel Zeit lassen, weil die Monster, die ich neu hole, muss ich auch neu trainieren, ne? Aber ich habe ja Zeit dafür. Da ja immer nur zweimal in der Woche eine Folge rauskommt und ich momentan, wie schon mal erwähnt, meistens erst ein oder zwei Tage davor oder drei Tage davor das überhaupt mache, habe ich eigentlich genug Zeit zwischendurch einfach ein bisschen zu trainieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist bestimmt kein kurzes Spiel und das wird mich sehr lange begleiten und auch den Kanal lange begleiten, eben weil das nur alle zwei Tage, also alles zweimal in der Woche kommen wird. Nicht alle zwei Tage. Aber ich habe auch kein Problem damit. Ich werde mich, glaube ich, sehr gerne und ausgiebig mit diesem Spiel beschäftigen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Sowas können wir mit dir machen. Lange Frühling, es geht das nämlich. Oh. Es ist fest, wohin fliegen. Okay, damit kann man anscheinend von A nach B an bestimmte Orte ranfliegen. Den Kampf spare ich mir jetzt mal. Aber ein Gegengiftkraut noch gesnackt. Oh, Pilze, hallo. Ihr seid neu. Euch kenne ich zwar auch natürlich aus Dragon Quest. Aber für uns sind da erstmal neue Gegner. Die können bestimmt wieder miese Statusveränderungen machen, wie Gift und so ein Kram, die Pestpilzchen. Wenn ich jetzt gerade aktuell für zwei neue Leute entscheiden müsste, würde ich die Seejungfer und den Skelettkrieger, glaube ich, nehmen. Aber vielleicht sehen wir noch mehr Sachen. Es kann nicht schaden, vor ein bisschen zu trainieren, weil wenn wir höhere Level sind und stärker sind, ist es auch leichter, die anzuwerben. Oh, da ist ja schon der süße Odin. Was macht er? Schläfern. Ah, Einschläfern tust du, okay. Hast aber nur Hickey erwischt. Der war anscheinend müde. Superb. Er schläft immer noch. Hm. Aber Pilze sind auch interessant, ja. Was gibt es denn noch so? Pilze ploppen offensichtlich auch gerne aus dem Boden raus. Macht ja auch irgendwie Sinn. Da oben können wir auch noch hin, ne? Bevor wir jetzt weiterlaufen. Hier kann man mal die Karte öffnen. So nicht, die R-Taste, okay. Labor gibt es hier auch noch. Da sollten wir vielleicht mal vorbeischauen. Ich glaube, wir laufen sogar gerade in die Richtung des Labors. Hier kann man wieder fliegen, das tun wir erstmal nicht.
Wozu ist denn das Labor gut? Das ist auf jeden Fall ein Teleportationspunkt zwischen dieses Zeichen da oben. Auf der Karte. Ich glaube, das heißt, dass es ein Teleportationsort ist, wo wir uns hin teleportieren können schnell. Eine ganz andere Mucke hier. Und du bist hier der Wissenschaftler des Labors? Keine Ahnung. Erstmal oben umgucken, ob irgendwelche Schatztruhen sind. Ja. Und Pötte sind auch noch hier. Ein Weisheitsring. Was macht der denn? Eine chemische Keule? Was sind das denn für Sachen? Steigert die Weisheit minimal. Also kann man doch Sachen ausrüsten? Die chemische Keule ist, fügt einem Feind eine Reihe entkräftender Effekte zu. Steinchen kann man werfen? Okay. Das haben wir noch nicht gelernt, aber scheinbar gibt es doch Möglichkeiten für die Charaktere einzugreifen in die Kämpfe. Für uns eigentlich ja nicht, oder? Oder können wir trotzdem Schaden zufügen, solange es nicht unsere Kräfte sind? Aber ich glaube, das sind Kampf-Items, die man auch irgendwie zusätzlich nutzen kann. So, Zubehör. Du kannst deine Monster mit Zubehör ausstatten, das allerlei nützliche Effekte hat. Das habe ich gerade auch gemerkt, wow. Und die Weisheit wäre eigentlich gut für jemanden, der, glaube ich, Spell-Damage macht, weil ich gehe davon aus, dass Weisheit dafür relevant ist. Miri hat 40 Weisheit? Was? Das ist extrem viel im Zusammen, also im Vergleich zu allen anderen. Okay. Dann würde ich das Taler tiefer geben. Und 10 Punkte steigern würde. Das müsste ja eigentlich helfen bei den Knisterattacken, oder? Hoffe ich zumindest. Okay. Nicht schlecht. So, was kannst du uns dann erzählen? Ich schätze mal, wir müssen nachher irgendwie herkommen, oder? Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Ort hier. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich mit meiner Forschung beschäftigt bin? Husch, husch. Na, dachte ich mir schon. Ich denke mal, wir müssen irgendwann herkommen für eine Quest oder ähnliches. Aber jetzt können wir da wahrscheinlich auch direkt hin teleportieren, was ganz praktisch ist. Oder? Es ist immer noch dunkel auf der Karte, deswegen bin ich mir gerade unsicher. Weil vielleicht sieht das immer so aus. Wie teleportiert man nochmal? ZL, ach ja, kann ich. Turm oder halt Labor. Das Zeige ist also immer ein bisschen dunkel. Alles klar. So, der Frühling ist nicht mehr lange, ne? Ich renne jetzt mal ganz schnell rüber zu der Pflanze. Vielleicht kann ich die noch eben kurz nutzen. Bevor der Jahreszeitwechsel kommt und ich dann nicht mehr die Route nutzen kann zum Fliegen. Das wäre ja bedauerlich. Denn da oben ist noch eine Schatztruhe nebst einiger aufhebbaren Items. Und die will ich haben. Und hier komme ich vielleicht gar nicht mehr hin, wenn Sommer ist. Ein Stärkering? Oh, ja gut, den kann man auch wieder ausrüsten. Generell momentan den stärksten physischen Angriff, glaube ich, Hiki. Ja, Hiki hat den stärksten. Aber das ist nicht sein Hauptjob. Das Betäubungstänzchen ist sein Hauptjob. Ich würde es Marzipan geben, weil die öfter mal einfach draufhaut. Das könnte auch für den Herzensbrecher-Move ein Vorteil sein. Wir könnten nochmal fliegen. Dann schnell. Das ist nur ein Flug zurück wahrscheinlich, ne? Aber umso wichtiger, weil ich nämlich nicht weiß, wie wir weggekommen wären. Ja gut, mit Teleport zur Not, ne? Ja gut, wir kommen wieder zurück. Alles safe. Und jetzt ist ja Jahreszeitenwechsel. Okay. Sehe schon neue Monster. Da. Ein Geist. Komm her. Oh. Frechtags, nicht unsichtbar werden. Kämpfen. Ein Geist. Okay, der heißt doch einfach nur Geist. Ganz simpel. Der hat auch was. Der hat auch was. Jetzt frage ich mich, welche Art von Monster nicht mehr da ist um diese Jahreszeit. Ich hoffe nicht, der komische geflügelte Echsenboy. Ich bin mir immer noch sicher, wir werden irgendwann lernen, Jahreszeiten zu verändern, oder? Damit man nicht immer warten muss. Schätze ich zumindest. Die Frage ist, wann? Das könnte auch später der Fall sein. Mir hat aber schon gut Schaden genommen. Die sollte ich mal auswechseln oder heilen. Eins von beiden. Oder levelt jetzt, wäre auch gut. Würde ich nicht mehr können? Nee. Aber ich sehe gerade, dass Wilke gelevelt hat. Das heißt, die Monster in der Reserve bekommen Erfahrungspunkte. Das habe ich gar nicht gemerkt, weil da keine Leiste ist.
Oh, das heißt aber auch, ich sollte möglichst bald diese Slots füllen, weil ich jetzt schon wieder zwei Slots habe, die Erfahrung bekommen könnten, die ich gar nicht dabei habe. Wieder was gelernt, okay. Ich will immer noch keine Punkte verteilen. Sehe ich gerade immer noch keine Notwendigkeit für. Aber das ist natürlich relevant. Na gut, dann sollte ich mir echt neue Leute schon anschaffen. Dann fangen wir da gleich mit an. So, dann können wir vielleicht noch nicht unbedingt Level 9 werden. Das ist mir wichtig. Also machen wir kurz eben so. Wo ist ja egal, wer vorne steht. Wissen wir mittlerweile. Na, egal. Vielleicht kriegen die vorne mehr Erfahrung. Das könnte auch sein. Ach, guck mal, die sind jetzt alle trockengelegt. Und da ist ein Boden, der vorne nicht da war. Interessant. Ab nach unten. Ha, wir haben so viel zu erkunden hier. Sehr schön. Und das ist Schatztruhe. Mit einem Wundermittel. Was macht denn ein Wundermittel? Das habe ich, glaube ich, noch nie aufgehoben. Da. Befreit einen Verbündeten von sämtlichen Statusheilungen. Statusgleiten. Das ist also so ein Allheilmittel. Warum wird mir hier was angezeigt auf der Karte? Hier ist doch gar nichts. Keine Ahnung. Achso, weil mir das sagen will, dass... kann ja nicht. Achso, wahrscheinlich, weil mir das Spiel sagen will, dass im Sommer die Seen trocken sind. Also die Giftseen. Ich glaube, ich versuche mal, den jetzt zu rekrutieren. Ich mag den irgendwie, ich wollte ihm was Geflügeltes haben und gerade sehe ich hier nichts anderes. Ich versuche es jetzt aber mal. Oh. Das ist aber happig. Das wundert mich nicht. Er ist Gott sei Dank nur irritiert. Aber ich will jetzt auch nicht wütend machen unbedingt. Und ich sehe schon, es ist noch nicht so leicht für mich, so jemanden zu rekrutieren. Er ist betäubt, dank Herzensbrecher. Ja, dann müsste ich eigentlich bis zum Anwerben meine Stärksten rausholen. Ich weiß halt auch nicht, wie sie das genau berechnen mit der Stärke. Ist das ein Zusammenspiel aller Werte? Ist das einfach nur das Level? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur Angriffskraft ist, weil dann werden ja manche Monster viel schlechter im Anwerben als andere. Aber es könnte natürlich trotzdem sein. Super, macht sich bei Level 9, das ist genau, was ich wollte. 8 Begabungspunkte, ich habe sogar mehr für. Also gibt es mit der Zeit auch mehr Punkte pro Level ab. Jetzt kann sie erstens Sandsturm lernen. Und dann auch noch Abwehr plus 16, was echt krass ist. Klingenbrecher ist natürlich auch cool, aber ich finde Herzensbrecher und Sandsturm reicht mir bei ihr erstmal als Skills. Da würde ich lieber jetzt weiter die Stats erhöhen, weil da kommt noch Flinkheit, Max LP und da kommt noch der Ultra Zappelphilipp. Ich vermute mal, das sind passive Fähigkeiten. Nicht, dass ich das wissen würde, aber es könnte gut sein, ne? Gut, okay. Was sind jetzt momentan meine stärksten Monster, so vom Level zumindest, von der Power? Das sind ja eigentlich alle ziemlich stark, ne? Keiner ist irgendwie schwach oder so. Ich nehme Hiki mal rein. Machen wir es mal so, die haben halt auch alle viel HP. Also ich hab das Wechselmonster für die Jahreszeit war jetzt der Geist. Ich will auch mal ihn versuchen. Ich hätte die ohnehin zwei, dann wäre Chancen. Es wäre eigentlich klug, erstmal einen von denen zu killen, einen anderen in Ruhe zu machen. Das versuche ich jetzt mal hinzukriegen. Ja, das ist schon mal nervig. Aber genau deswegen will ich die vielleicht auch haben. Ich meine, noch jemand, der das kann. Okay, einer lebt noch. Jetzt bitte nicht töten. Oh, warum machst du jetzt 20 Schaden, Hiki? Ist er tot? Scheiße. Nee, lebt noch. Okay, jetzt anwerben. Ich weiß nicht, ob vorher Schwächen hilft, wie bei Pokémon, keine Ahnung. Glaub's eher nicht. Ja! Sieht aber schon viel besser aus. Bitte. Ja! Da haben wir unseren 6. Mitglied. Unser 6. 6. oder 5. Nee, 6. ne? Ein Streamer-LP-Namen hätte ich hier noch so auf Lager, den mir gerade noch einfallen würde. In diesem Fall sogar nur Stream. Da habe ich noch nie eine LP von gesehen. Aber Stream. Dann heißt du jetzt Kayona. Erstmal. Okay.
Es braucht nur ein Monster, weil wir wollen ja die Slots füllen. Das ist mir echt wichtig. Jetzt regnet es. Gift. Das ist ja sehr lecker. Sind eigentlich jetzt die Skelette gerade weg? Sind das Gegner? Das sind Gegner, die Schleime. Also Wettereffekte können auch noch andere Arten von Gegnern mit sich bringen. Drei Blasenschleime. Haben die Gruppe nicht bemerkt zum Glück. Krass, also Wettereffekte können auch noch spezielle Gegner spawnen lassen. Cool. Gott, das Spiel ist echt... Also gefällt mir bisher unheimlich gut, immer besser. Ja, ich sollte wieder Leute mit reinpacken in die Gruppe, die auch Magie beherrschen. Ne? Das wäre wahrscheinlich praktischer gewesen gegen diese Gegner. Die sind ziemlich tanky. Machen aber nicht viel Damage, okay. Also einfach nur... Na gut, aber Tankies, Tanky Boys, die auch eine Chance haben zu vergiften mit ihren Angriffen. Das ist nicht verkehrt, ne? Ich habe zur Arena werden wollte nicht mehr gehen. Dafür habe ich gerade noch zu viel Spaß am Erkunden. Das wird auch, glaube ich, den Rahmen irgendwann sprengen. Das kann ich jetzt, glaube ich, schon sagen. So, Hiki Level ab. Noch mehr Punkte. Wir haben schon sehr viele Punkte beim übrig. Die werde ich auch noch verteilen. Keine Sorge. Aber krass, dieser Regen hat neue Gegner gespawnt. Und irgendwie fast nur noch diese... Was bist du denn da hinten? Ach, du bist dieser komische fliegende Schleim, den ich schon mal gesehen habe, ne? Ich kann nicht anders. Ich muss gucken. Also der Regen hat nochmal komplett andere Gegner gebracht. Flügelschleim. Ja, der ist nicht uncool, aber ich lasse es erstmal. Ich lasse es erstmal. Also sieht halt sehr aus wie ein Heilschleim mit Flügeln. Also vielleicht kann der auch ein Heiler sein. Ein Heiler hätte ich aber momentan schon. Wobei ein zweiter nicht schaden kann, ne? Wenn man denkt, dass wir 8 Kreaturen zur gleichen Zeit dabei haben können, wäre es sogar sinnvoll, einen zweiten Heiler zu haben. Oh, wir müssen wieder die Kreatur durchlesen, die ich gerade rekrutiert habe. Das wollte ich eigentlich immer machen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht irgendwann. Ich sehe mich da schon vergessen. Hm, Level-Ups vielleicht? Nee, das wird nicht der Fall sein hier. Oh, Nanu, der Flügelschleim steht auf und sieht dich fragend an. Der möchte in der Gruppe beitreten. Ich habe ja schon gesagt, wenn sich jemand mir anschließen möchte, sage ich sowieso nicht nein. Da wüsste wohl man einfach mit 8. Mitglied sein, oder? Also 2 Monster mit Flügeln. Oh, nicht schlecht. Hallo, Flügelschleim. Ich habe keinen Namen für dich, aber ich hätte noch einen Standardnamen, den ich meistens benutze. Nutze ich noch bei dir. Ich wollte gerade ganz kurz zur Tastatur greifen. Haha. Das wird wohl nix. Dann wirst du erstmal Hope. So. Und schon haben wir eine volle Truppe. Dann ist das auch erledigt. Dann nutze ich die erstmal, bevor ich irgendwas anderes mitnehme. Guck mal, da ist eine große Schleim-Schnecken-Umzugsparade. Familie Schleim. Mit einem großen Schleim dabei. Keine Ahnung, die irgendwie mehr Erfahrungspunkte bringen, weil die auch stärker sind. Aber gucken wir uns erstmal noch die neuen Monster an. Wir können uns anscheinend die Daten dazu auch hier angucken. Auch den Text. Hatten die nicht auch immer einen Text? Die haben auch immer einen Text. Den sehen wir hier, glaube ich, nicht. Dann muss ich doch ins Kompendium gehen. Okay. Dann gehen wir ins Kompendium. Das ist kein Problem. So, und da ist erstmal der Heilschleim. Ich nenne ihn schon Heilschleim. Flügelschleim, wo gemerkt. Der sieht halt so ähnlich aus. Aber nicht ganz genauso, weil die Flügel schon was anderes ausmachen bei ihm. Aber es gibt immer sehr viele Monster der Kategorie Schleim, weil das ja eine eigene Kategorie ist. So. Wissenswertes. Diesen Schleim sind Flügel gewachsen, nachdem sie davon träumten, sich in den Himmel aufzuschwingen. Nachts benutzten sie ihre Flügel als kuscheligen Schlafsack. Okay. Ja, nett. Nett. Ein bisschen unheimlich irgendwie auch, aber auch irgendwie ganz nett. So, und dann haben wir noch... Da ist er. Er gehört zur selben Kategorie wie Vitalativa, also wie unser Pflanzendrache anscheinend. Blumendrache warst du und du bist eine Seejungfrau. Ja, ihr seid beides Drachen tatsächlich. Drachenmonster. Drachen, die Reisenden bevorzugt mit ihren fabelhaften Feenflügeln bezaubern. Diese sehen nicht nur fantastisch aus, sie sondern auch ein feines Pulver ab, das die Beute in Trance versetzt. Ah ja. Cool. Gut, dann würde ich noch kurz eben gucken wegen Level-Ups.
Da haben wir auch einiges zu tun. Wir haben wieder einige Punkte zusammen. Und denke mal, die Neurekrutierten haben noch ihre Punkte nicht verteilt. Darum würde ich mich also auch kümmern wollen. Ja, die haben 12 Punkte übrig. Also leveln wir immer einmal alle nach, außer Marzipan, die haben wir gerade gelevelt. So, Wilke. Ich habe gesagt, Magienzug wäre ziemlich nice bei ihm, ne? Ja, das wollte ich unbedingt lernen. Und dann hat er eigentlich auch genug gelernt, finde ich. Dann können wir auf die Stats gehen. So, Agent. Agent sollte, glaube ich, gar kein Skill mehr lernen. Ich wollte einfach nur seine Stats jetzt leveln. Genau, ich erinnere mich. Da kommen schon ein paar LP-Punkte dazu. So, du hast gerade schon Hiki. Hiki braucht keine Skills, der braucht Stats, in meinen Augen. Ein bisschen mehr LP. Und danach kommt ein guter Haufen Abwehrpunkte dazu. Und er kriegt zum Ende noch sehr viel Abwehr. Wird also sehr tanky, wäre interessanterweise. Und du warst mit Knister gut bedient. Ich wollte deine MP erhöhen, genau. Miri hatte genug Zauber gelernt. Die wird einfach jetzt die Stats erhöhen. Das sind zwar nur LP-Stats, aber manchmal können so ein paar LP-Stats auch ausmachen, ob man stirbt oder nicht, ne? Ob man den Schlag noch überlebt. Du kannst auch heilen. Du hast den Skillbereich Gute Fee und LP-Verstärker. Ich glaube, diese Skillbereiche, ich meine, das war nämlich in den alten Spielen auch so, auch wenn ich davon nicht viel gesehen habe. Ich meine, dass die nicht festgelegt sind, oder? Ich glaube, es gibt einen Pool, aus dem jedes Monster schöpfen kann. Ich glaube, die sind nicht immer exakt gleich. Wenn ich mich nicht irre, könnte also eine andere Gute Fee, nicht Gute Fee, also ein anderes Monster dieser Art, Seejungfer hießen sie, glaube ich, könnte auch andere Begabungsdinger hier drin haben. Wenn ich mich nicht irre, aber ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht. Okay, du könntest also auch heilen. Wie ist es denn mit dem Schleim? Das muss ich vorher eben wissen. Die Schleim, der heilt nicht. Das heißt, du wärst ein guter zweiter Heiler. Und du kannst auch Knistern, das heißt, du könntest heilen und zaubern. Also offensiv zaubern. Machen wir erstmal die Heilung. Und hier kriegst du nur LP-Schübe. Dann machen wir auch Knister direkt. Du kannst auch buffen. Schaut mal. Dieses Monster kann nicht die Attacke Fata Morgana. Das beweist gerade, dass meine Vermutung stimmt. Richtig? Denn wenn du keine Fata Morgana kannst, dann muss es eine andere Version von dir geben, die das kann. Interessant. Stärkung. Steigert die Abwehrkraft eines Mitstreiters für 4 bis 7 Runden erheblich. Verringert bei einem Mitstreiter für 4 bis 7 den Schaden, den ihm Odema-Griffe zufügen. Gen, Maulkorb, Kriegsschrei. Feinde betäuben kann. Sämtliche Schaden, denn aber nur einmal. Annulliert sämtlichen Schaden, aber nur einmal. Okay. Gerechter Regen. Vollzieht ein Regenritual. Ich liebe Regen. Das in den nächsten Runden einen heilenden Schauer niedergehen lässt. Gibt allen Mitstreitern eine zufällige Menge LP zurück. Das ist auch ziemlich cool, wenn man präventiv heilen möchte. Aber da kommen wir wahrscheinlich nie hin. Ich glaube, ich finde das mit der Stärkung gerade auch nicht so wichtig, weil es nur einen bufft. Also würde ich jetzt schon anfangen, die Sets zu erhöhen. Erst mit den beiden Zaubern zufrieden sein, die wir bekommen haben. So, Hope, und du bist anscheinend ein Wirbelmacher. Heißt, du machst auch Windzauber. Selbst das ist nicht immer gleich. Windzauber konnte Miri doch auch, aber sie war eine windige Klinge. Das sind also wirklich Skillsets, die man verschieden haben kann, auch beim selben Art von Monstern. Aber ich schätze mal schon, dass es einen gewissen Pool gibt, aus dem jeder Monster fischen kann. Also nicht jedes Monster kann alles Mögliche haben, sondern es gibt ein paar Sachen, die Monster haben könnte und die können sich zwischen Monstern unterscheiden. Würde ich vermuten. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel dieses Monster Feuerattacken lernt, sondern das wird dann halt eher entweder Heilung oder Wind können. Irgendwas in der Richtung, aber kein Feuer. Würde ich mal schätzen. Wissen tue ich das nicht. Beschleunigung ist wahrscheinlich ein Buff. Nehme ich stark an. Nein. So. Steigert die Flinkheit. Und so ist ein Damage-Spell. Du kriegst richtig krasse Weisheitsbonis. Okay, dann machen wir bei dir bis Säusel einschließlich. Und danach nur noch Stats. Gut, dann ist das auch durch. Dann haben wir alle gelevelt. Wir haben endlich eine volle Truppe. Alle kriegen Erfahrung, alle Slots. Das ist gut. So, und die Folge können wir eigentlich auch langsam mal beenden, würde ich sagen. Weil ich glaube, viel mehr als zum Kolosseum zu gehen, kann ich gerade nicht mehr tun. Ich habe, glaube ich, den Großteil der Ebene erforscht. Nicht bei allen Jahreszeiten, das heißt, hier werden auch wahrscheinlich ein bis zwei Monster spawnen, die wir noch nicht gesehen haben, nehme ich mal stark an. Aber dafür müsste halt erstmal Jahreszeit wechseln, das würde jetzt ewig dauern. Vielleicht haben wir das Glück, dass die nächste Mal wieder losziehen und zur Arena gehen, dass dann eine neue Jahreszeit besteht. Die Skelette sind offensichtlich jetzt weg, also waren die wohl die Frühlingsgegner. Gut, ich gehe mal zurück. Mit euch zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass hier aber nichts mehr passieren wird. Da ist noch ein bisschen was zum Looten. Wir könnten jetzt auch die Schatztruhe vielleicht erreichen, wenn man da hochkäme, ne? Vielleicht machen wir das eben noch fix.
Muss maximal 1,30 sind die Folgen noch okay. Noch länger will ich sie aber nicht machen, auf keinen Fall. Aber ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Da ist eine riesen Herde von diesen Flugschleimen, das gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, wir werden irgendwann noch Zauber lernen, die uns irgendwie schweben lassen oder höher springen lassen. Sonst können wir nämlich an manche Sachen hier einfach nicht ran. Oh Gott, festhängen ist gerade ungesund. Ich wollte eigentlich keinen Kampf mehr provozieren. Ist hier noch irgendwas in dem getrockneten Flüssen? Nee. Ich nehme an, dass diese Schleimviecher dann sonst immer in diesen Tümpeln leben, die wir nicht betreten können, ne? Wahrscheinlich können die da gut überleben, weil das ja ihr Element ist. Na gut. Wenn ich jetzt neue anheure, kommen die sowieso direkt in unser Lager, unser Hort, unser Gehege. Das sind alles die falschen Worte gewesen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Hort war es nicht, nee. Egal, ist auch nicht so wichtig, ihr wisst es wahrscheinlich noch. Deine Monster wurden vollständig geheilt. Das ist cool, ich muss hier nur reinkommen, werden voll geheilt. Das finde ich super. Bei jedem Besuch im Turm von Rosenbühl werden die LP und MP deiner Monster komplett wieder aufgefüllt. Gib Acht, dass du vor jedem neuen Abenteuer eine ordentliche Rast anlegst, damit du den Gefahren trotzen kannst, die dich erwarten. Ja, das werde ich tun. Und ihr sollt auch eine kleine Rast anlegen, oder was auch immer ihr gerade vorhabt. Wir werden auf jeden Fall eine Rast anlegen. Und zwar bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Bye bye, bis dann.